Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGamingTVs Video und herzlich willkommen zum ersten Pink Slip Spiel auf unserem Kanal von FIFA 15. Und die Pink Slip Serie, es wird eine Serie heißen, nämlich die heißt Win or Lose. Habt ihr wahrscheinlich auch im Titel schon gelesen. Im Hintergrund seht ihr das Team, mit welchem wir heute spielen werden. Und ja, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen dazu. Wir laden erstmal unseren Gegner ein. Spiel gegen das war falsch. So, genau das Freundschaftsspiel. Da ist er. Und dann lade ich ihn mal ein. Einladung senden. Ja, das Team kostet, das werde ich wahrscheinlich auch noch vorstellen oder habe schon gemacht auf Squadbuilder. Jetzt dauert das hier doch mal ein bisschen länger, Einladung senden. Und ja, das Team ist, habe ich eigentlich gerade eben erst gebaut. Ich nehme das Ganze hier am 5.1. auf. Und das Team habe ich gerade eben erst zusammengestellt, weil ich mein altes verkauft habe, weil das nicht so geil war. Also defensiv habe ich ja auch schon hochgeladen. Defensiv war es sehr gut, aber offensiv lief da nicht so viel. Deswegen habe ich mal das gebaut. Und das ist eigentlich auch recht nice. 3-Ligen-Hybrid mit League One, Barclays Premier League und Serie A. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn unser Abonnent oder eher gesagt unser Gegner in der Lobby ist. Und da ist auch schon unser Gegner, eine bessere Bewertung als wir im Angriff, sonst alles gleich. Mal sehen, was er für ein Team hat. Wir nehmen diese Trikots wegen der Serie Henri's Last Season. Deswegen habe ich die Trikots nach drin und hier ist sein Team. Serie A, League One und Bundesliga. Vorne hat er Immobile Reus, hat er sehr starkes Spiel, habe ich noch nicht gespielt, aber seine Werte sind echt überragend. Ja, gutes Team würde ich sagen. Keine Ahnung, wie viel das kostet. Auch wegen Reus kostet das bestimmt 200.000 oder so. Und dann springen wir rein in die Partie. Ich werde das Ganze live kommentieren, wie ihr auch, glaube ich, schon gemerkt habt. Und los geht's. Flanke Konko. Die kommt gut. Die erste Chance, aber der Kopfball war nicht so gut. Was ein Fehler! Abseits wahrscheinlich. Ja, abseits. Ah, scheiße. Ah, Mist. Aber das war die erste Riesenmöglichkeit, der hätte ihr Babo eigentlich reinmachen müssen. Eckball für uns. 29 Minuten sind rum. Ich melde mich mal wieder. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze schneide, deswegen. Ja, hier nochmal die Riesenchance von Victor Yebabo. Und dann der anschließende Abstauber war leider abseits. Und natürlich führt Sirigu die Ecke nicht aus. Sondern Fernandinho, würde ich sagen. Bringt die Ecke mal nach innen. Da ist ein Kopfball und das ist das 1:0. Eckball, Kopfball, Tor. Chiellini, unser rechter Innenverteidiger, mit den 1:0. Jawohl. Stützt sich da voll auf, oder? Ah, nee, doch nicht. Aber steigt am höchsten und dann keine Chance für Sirigu. Oder? Wen hat er im Tor? Weiß nicht. Ich glaube auch Sirigu wie ich. 31. Minute 1:0 für uns. Aber wir stehen hinten richtig gut. Und vorne machen wir das bisher auch richtig stark. Hier schön zu sehen. Ah, oh, da muss er doch mitgehen. Er kriegt den Ball noch. Marchisio! 2:0, 36. Spielminute. Mit ein bisschen Glück, aber Glück gehört auch dazu. Da behinderten sich seine beiden Verteidiger und dann kommt er doch noch dran. Richtig schönes Kombinationsspiel. Und dann nutzt Marchisio seine erste Chance eiskalt. 2:0 für uns, 36. Spielminute. Oh. 38. Minute, was für 10 Minuten hier, sein Treffer schlecht, ganz, ganz schlecht verteidigt von mir und Sirigu hält den Ball leider auch nicht. 2-1, 38. Spielminute. Marchisio
mit der Flanke. Schiedsrichter pfeift ab. Halbzeit 2 zu 1 Schild. Man den, ja. Unser Gegner hatte einen Schuss, ein Tor. Wir hatten mit Ballbesitz, hatten drei Schüsse, zwei Tore. Also beide sehr gut in der Chancenverwertung. Und dann würde ich sagen, springen wir rein in die zweite Hälfte. Oh, gefährlich, gefährlich. Tor. 2-2, Marco Reus. Was ein Ding. Was ein Ding. Traumtor, würde ich sagen. Da ist einfach keiner. Ah, doch, da. Ah, schade, aber richtig starkes Ding. Echt ein wunderschönes Tor, kann man sich schon ein paar Mal öfter angucken. Passt genau rechts oben ins Eck. 2-2, alles wieder ausgeglichen. Er steht hinten sehr, sehr gut und kontert mich dann eiskalt aus. So wie jetzt zum Beispiel wieder. Aber diesmal ist Siri gut da und hält den Ball. Also sehr, sehr enges Spiel. Beide Seiten sehr stark. Hinten stehen sie. Ich bin eher offensiv besser, aber er steht hinten sehr gut. Und Sirigu ist da. Marchisio. Mit dem Schuss. Abpraller, ihr Babo. Was eine Chance. Was eine Chance. Den muss er reinmachen. Oh, scheiße. Das war die Chance zum 3 zu 2. Den vergibt der. Oh mein Gott. Victor Ibarbo. Schade. Nächstes Ding, komm. Eine Chance kriegen wir noch irgendwie. Jetzt nochmal Kontermöglichkeit. Cuadrado, der ist richtig schnell. Schneller als Efra. Geht mit dem Chop nach innen. Macht der stark, macht der stark. 87. Minute. 87. Minute, Cuadrado. Mit der Entscheidung, Fragezeichen. Richtig gut gemacht, richtig gut gemacht. Job nach innen. Und dann eiskalt verwandelt. Juan Cuadrado. Unser Gegner kommt jetzt doch mal. Schöner Ball, gibt es nicht. Oh, Glanzparade, Sirigu. Ah, Fehlpass. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. 3-2. Was ein Krimi. Hier gleich das erste Pink Slip Spiel. Win or lose gewinnen wir mit 3-2. Und ich glaube, mir ist gerade eingefallen, ich habe gar nicht gesagt, um wie viele Coins wir spielten. Oh Mann, das Wichtigste vergisst man. Wir haben um 100.000 Münzen gespielt. Also er konnte 100.000 Münzen gewinnen. Und wir haben also mit 3-2 gewonnen. Deswegen bleiben die 100.000 Münzen bei uns. Cuadrado, der Matchwinner, hat in der 87. Minute das 3-2 gemacht. Aber ich muss auch sagen, der Gegner, unser Abonnent, war echt sehr stark. Also vorne hat er fast jedes Ding da reingehauen. Vor allem das Tor mit Reus war echt richtig geil. Ah, wir haben ein Tor mehr geschossen als ihn, hatten auch mehr Ballbesitz. Und ja, falls ihr auch mal gegen mich spielen wollt und auf der PlayStation 4 FIFA 15 habt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein oder schreibt uns auf Facebook an oder auf Instagram. Instagram haben wir jetzt auch, könnt ihr auch in der Beschreibung nachgucken. Und wenn euch die Serie gefällt und ihr mehr Spiele davon sehen wollt und Live-Commentaries sehen wollt, dann gebt auf dieses Video gerne einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und ciao.